So, die Glatze. Die Glatze wird sein. Erstmal alles löschen und danach von neu bauen. Hast du Kostic gemacht? Nee, ich habe gerade Bernardo Silva gemacht. So, ich sag euch, wer auf jeden Fall im Team sein soll. Okay, Chat? Machst du Kostic noch? Ich nehme den mit, der kostet nur 30k, aber nur für SBBs, also so für Main Team oder so, würde ich den nicht mitnehmen. Okay, Freunde, die drei Spieler will ich drin haben, glaube ich. Fofana alternativ. Aber die beiden will ich drin haben. De Jong und R9 sollen drin sein. Einmal R9, mein Lieblingsspieler in FIFA. Wenn ich schon so viel Coins für ihn ausgebe, dann spielt er auch. Dann haben wir De Jong auf jeden Fall gesetzt. Eine sehr geile Karte, habe ich für 700k geschossen und ist jetzt schon... Ah, guck mal. Uhohoho. Der Trading Boss. Und wir wollen richtig viele Special-Karten im Team haben. Das soll ein OP-Special-Card-Team sein, das geil aussieht, aber auch gut spielen kann. So, wisst ihr, was ich meine? Das soll ein Spieler sein wie Fofana beispielsweise. Hier, zack. So, Fofana rein, mäßig. Checkt ihr, was ich meine? Und nicht so viele Goldkarten. Vielleicht eine Goldkarte, zwei Goldkarten, mehr nicht. Das ist heute das Team, was wir uns für die Weekend League bauen und mit der ich die nächste Weekend League auch spielen will, ne? Ich zeig euch mal, was ich noch alles so habe. Also, wir haben noch einen Maldini, wir haben noch einen Van der Sar, wir haben noch einen Messi, können wir verkaufen, Neymar können wir verkaufen, Mbappé, First Owner verkaufe ich nicht. Was haben wir noch für Special Karten? Zeig mal her. Aber ich kann mir auch welche kaufen, ich habe ja genug Coins. De Ligt haben wir noch als Special-Karte. Spiel Ronaldinho, hätte ich schon Bock drauf. Was hat er denn für Stats eigentlich? Sollen wir uns mal Ronaldinho angucken? Ich weiß gar nicht, was seine Mit-Icon für Stats hat, aber der ist halt nicht so Meta, ne? Der ist halt nicht so Meta, aber trotzdem, ich feier den. Der hat halt auch Finesse-Trade, ne? Eigentlich schon geil. Eigentlich schon sehr geil. Leonardo Garcia, dankeschön für die Follow. Le Krax, dankeschön, willkommen in Private-Butze. Dankeschön. Ronaldinho, zu teuer aber, ne? 3,7 Millionen. Aber er ist es halt einfach. Er ist es halt einfach. Komplett overpriced, safe, plus 1. Plus 1, Bro. Aber Ronaldinho, das ist halt der Name, ne? Für den man zahlt. Wie kriegen wir die ganzen Männer auf Chemie? Mit welcher Formation starten wir am besten? Wenn wir das sind die drei Spieler wahrscheinlich, die spielen sollen. Frage, warum kaufst du nicht einfach Yashin? Ich finde Van der Sar am besten. Mit 4-5-1 kann man bestimmt gut dribbeln. Vom Dinger kann man den testen, ne? Wild ist heftig. Ja, okay. Wir nähern uns einem roten Faden, sage ich mal so. Langsam kriegen wir so einen roten Faden rein. Ihr checkt schon, was ich hier machen will, ne? Ich glaube, ihr checkt schon. Ich bin für De Ligt. De Ligt braucht noch ein paar Upgrades, bis man den richtig spielen kann, sage ich. Ich habe den einfach nur schon mal mitgenommen, weil ich hoffe, dass der Upgrades bekommt. Und dann wird der geil, wenn er so sein 80 Tempo erreicht, 79, 80 Tempo, dann nice. So, okay, wir hätten schon mal unsere zwei Sechser. Das heißt, wir brauchen hier noch drei offensive Spieler hier und hier dann halt noch die Verteidiger und so. R9, RZOM, Rechtsflügel Rodrigo, Rechtsverteidiger Hakimi. Rodrigo, zeig mal die Karte her. Zeig mal die Karte her. Ich habe die im SBB gespielt. Da war die sogar nicht schlecht. Da war die sogar nicht schlecht im SBB. Da habe ich die getestet. Am besten Linksfuß auf der rechten Seite, ne? Der ist schon nice, Mann. Der ist schon krass. Aber am besten eigentlich ein Linksfuß auf der rechten Seite. Ronaldinho wäre böse. Aber da müsste ich Maldini oder so verkaufen, damit ich mir Ronaldinho leisten kann. Zeig mal her. 2,3 Millionen gezahlt. Jetzt enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht, Maldini. Jawohl, gewinn. Boden ist zu lahmarschig mit Flügel, Leute. Den würde ich eher dann so auf 8 oder so zocken, glaube ich. Oder halt so als Super-Sub. Irgendwie voll schwer, De Jong einzubauen. Weil irgendwie gibt es keine geilen Spieler aus der La Liga mehr. Cristiano ist weg, Messi ist weg. Alle sind weg aus der La Liga. Ronaldo schon länger, ja, aber trotzdem. So damals war das schon geil. Dann konnte man jetzt einfach De Jong voll easy linken, aber wie soll man denn jetzt linken? Man muss dann Fati holen oder so, habe ich keinen Bock. Man kann theoretisch auch Neymar wieder spielen, aber dann ist es wieder so Klassiker, ne? Aber einen Spieler kann man eigentlich zocken von denen. Boah, voll schwer, Mann. Was gibt's noch für geile Karten? Lass ein bisschen auf den Markt gehen und einmal ein bisschen gucken. Ich glaube, Cruyff ist halt der Call, ne? Bin ich ehrlich. Johann ist es. Wenn wir ihn hier spielen, brauchen wir nicht mal Cruyff, da können wir auch irgendeine andere Icon zocken sogar. Dann könnten wir sogar Ronaldinho zocken oder so. Aus, wir tun ihn dahin. Wie wollen wir überhaupt Fofana auf Fullschmied bringen? Ich schwöre, das ist nicht einfach gerade, Fofana und De Jong einzubauen. Fofana so schwierig einzubauen auf Fullschmied. Wijnaldum OTW habe ich sogar, aber nee. Vom Ding her kann man ehrlich so machen, aber dann würde ich, glaube ich, sogar lieber Ansu Fati zocken. Dann würde ich sogar, glaube ich, Ansu Fati zocken. Sunroad to the Knockout. Drogba wegen Fofana. Drogba und Fofana.
Er ist nicht gut. Ich glaube, dann würde ich sogar Rodrigo lieber oder Ansu Fati zocken. Ich glaube, wir probieren das jetzt echt mal so, dass ich das so mache irgendwie. Wir müssen heute erstmal ohne Salah bauen, damit wir nicht unnötig den First Inform holen und dann kommt später der Second Inform und dann haben wir einen Quatsch-Einkauf gemacht. Hier kann dann vom Dinge echt Hakimi hin. 4-5-1 mit Dembélé rechts. Ich will Dembélé Gold nicht spielen. Was ist das denn für eine Karte? Die kostet 2k. Garrincha. Garrincha. Zeig mal her. Garrincha, aber auch ein Quatschspieler eigentlich. Geht das nicht irgendwie anders? Boah. Der hat kein Finesse-Trade, der hat keine geilen Trades. 5 Sterne Skills, okay. Ich glaube, wir brauchen ehrlich Ginola, ne? Ich glaube, wir brauchen Real Talk Ginola, Leute. Ich glaube, wir kommen nicht an Ginola vorbei. Ich glaube, wir müssen das ehrlich so machen. Und dann irgendwie mit Ginolski. Ginola und Rodrigo. Das geht echt klar dann. Ginola, Rodrigo wird echt klar gehen. Warte mal. 4-3-3-3 oder 4-3-4? Ich mache mal 4-3-3-3. Dann Ginola hier. Vinicius raus. Rodrigo rein. Rodrigo, zack. Peki auf Sturm war das, glaube ich. So habe ich das, glaube ich, gedacht. Warte. Chat nicht ablenken. Rodrigo. Fehlt hier hin. Marquinhos dahin, Hakimi raus. Maldini, zack. Was passiert hier gerade? Was ist das für ein Team, Junge? Wie wild sieht das aus? Alter, was bauen wir uns da gerade zusammen? Hilfe. Das ist viel zu OP gerade. Dann halt Fandasa reinkloppen auf Easy Peasiness, zack. Und dann Linksverteidiger noch was. Dann haben wir Full Special Card Team. Ein Full Special Card Team hätten wir dann. Ginola, Fekir. Also Ginola Hero. Fekir Road to the Knockout. Rodrigo Road to the Knockout. Fofana PTM. Ronaldo Icon. De Jong Road to the Knockout. Jesus. Ich glaube, das ist sogar auch Road to the Knockout, oder? Maldini Icon. Van der Sar Icon. Marquinhos Road. Wir haben voll viel Road to the Knockout dann. Amavi. Was hat der für eine Karte? Zeig mal her. Amavi. Zack. So wäre das Team dann fertig. So wäre das Team dann fertig. Mit dem Team würden wir dann gleich versuchen, Elite Division zu kommen und versuchen, unsere Weekend League Quali zu machen hier im Stream. Was sagt ihr, Chat? Bewertet mal von 1 bis 10. 10 von 10 ist natürlich das Beste, 1 von 10 das Schlechteste. Dann hätten wir... Dann würde ich, glaube ich, 4-4-2 oder 4-Triple-2 spielen. Ich glaube, ich würde 4-Triple-2 spielen. Ginola und R9 Sturm. Fekir Rodrigo Flügel. Fofana De Jong auf der 6. 8 von 10, 9 von 10, 10 von 10, 9 von 10, 9 von 10, 10 von 10. 13 von 10, 10, 10. Junge. Bewerten, abonnieren nicht vergessen, Freunde. Geiles Tier. Mir gefällt es, aber wir haben gar nicht genug Coins dafür, ne? Ich müsste dann ehrlich Messi, Neymar und Mbappé verkaufen. Und ich weiß nicht, ob wir dann noch genug hätten. Warte mal. 1,7 Millionen kriegen wir für meinen Mbappé, Erstbesitzer. 1,8 sogar knapp. Wie viel kriegen wir für Neymar? 1 Million? 900k. Ich rechne mal kurz zusammen, auf wie viel wir kommen. Wir haben nicht genug Coins, Freunde, für das Team. Packs, Heide. Ich ziehe Packs erst am Samstag, das ist die Sache. Samstag würde ich 1000 Euro Pack-Opening machen im Stream. Wir müssen, glaube ich, erstmal anstatt Ginola Neymar hier hinstellen. Geht das irgendwie mit Neymar, Chat? Anstatt Ginola? Geht das irgendwie mit Neymar anstatt Ginola? Ja, doch. Das ist super. Das ist, glaube ich, super, Chat. Das ist, glaube ich, super. Ich glaube, so machen wir das dann. Wir haben nicht genügend Coins für Ginola. Wenn wir die Coins dann zusammen haben, können wir uns noch holen. Aber erstmal fürs Erste machen wir das dann, glaube ich, so. Das ist nicht schlecht. Mit Manager kommt er dann, glaube ich, sogar... Ne, wir haben sogar schon Manager. Ich feiere das Team aber. Für mich sieht das gerade sehr geil aus. Es bringt bestimmt Spaß, damit zu zocken. Ich glaube, ich habe alle First Owner. Okay, Varane sogar Plus gemacht. 260k gekauft, 270 noch wert. Easy. Varane geht auch auf Reise, Chat. Wir gucken mal, wie viele Coins wir kommen. 270k für Varane. Weg mit dem. Mondi geht auf Reise. Ferland Mondi kriegen wir noch... 90k für, obwohl ich behalte den, weil ich werde wahrscheinlich mal wieder ein Team mit dem bauen. Hakimi verkaufen wir erstmal. Wie viel kriegen wir für den? Ich verkaufe die einfach alle, Mann. Ich verkaufe auch mal die. Ich kann die doch wieder kaufen, wenn ich die brauche. Wozu jetzt die Coins da im Verein liegen lassen, dann sinken die. Nur weil das Erstbesitzer sind. Scheiß doch drauf, auf Erstbesitzer. 90.000 für Mondi. Messi, Neymar auch weg, ne? Obwohl, wenn ich die als Super-Sub spielen kann, dann kann ich die auch als Super-Sub spielen. Lass erstmal einkaufen. Komm, wir kaufen erstmal ein. Marquinhos, Amavi, Navas und Rodrigo. Komm. Wir kaufen erstmal ein. Danach gehen wir gleich... Ey, wir müssen damit gleich die Quali zocken, Chat. Unsere Weekend League Quali, dann öffnen wir auch die Rewards und wir müssen damit gleich noch Elite Division klar machen. Holy shit, sieht das Team böse aus. Paar Positionskarten noch, paar Chemistry Styles noch und dann haben wir ein Team, da sind EA und ich so. Und dann mache ich hier
auf Vieira nochmal League Or drauf und hat Mbappé 8 Chemie, das passt. Oh, De Jong 21. Ich lasse so, Leute. Ich brauche mein 8er soll die 8 haben, mein 6er die 6. Klar, wenn man auf Real Life Trikotnummern geht, ist das nochmal anders, aber dann sehe ich immer direkt, was Sache ist. Wisst ihr, was ich meine? Und ich würde sagen, das Team will ich jetzt direkt ausprobieren. Und wo probieren wir das aus? Natürlich in der FAT Champions Weekend League Quali. Ab ins Game, Freunde.